Okay, liebe Freunde, und damit willkommen wieder zurück zu einer weiteren Runde Let's Find die Roten Steine bei Lego Star Wars das Erwachen der Macht. So, diesmal weiß ich nicht ganz genau, wo der rote Stein ist, ist ja schon ein bisschen länger her. Hierfür empfehle ich, den roten Stein zu kaufen, den man gleich schon von vornherein kaufen kann, kostet 500.000 Sammelgegenstände Finder. Das ist, damit sind die Minikits gemeint, damit sind die roten Steine gemeint, damit sind die goldenen Steine gemeint. Und wenn du hier mal guckst, hier oben, siehst du den lilanen Pfeil, damit sind dann Charaktermarken gemeint, okay? Also den einfach mal kaufen, denn das hilft schon unheimlich, okay? So. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Jetzt gehen wir mal zu Luke Skywalker, wo ist der denn? Der alte Hodigen. War der auf Troll? Ne, jetzt muss ich mal gucken. Muss ja hier irgendwo sein. Endor? Ne, da war auch nicht. Auf Arton? Nee, hä? Ach da, hier, Epilog. Luke's Insel, genau. Den wollte ich haben. Und zwar unter Dicker. Freies Spiel. Eigentlich ist Luke's Insel ganz woanders, aber egal. So, ich weiß jetzt nicht, welchen Charakter man braucht. Ich denke mal, das geht auch so. Ansonsten werde ich dir gleich noch sagen, was für einen du da brauchst. So, habe ich freies Spiel an? Ich glaube schon. So, und da siehst du schon. Da oben ist er irgendwo. Das heißt, wo ich muss da erstmal hochlatschen. Okay. Oh, Minikit. Ja, da. So, das müsste reichen für Lord Helmchen. So, hier brauchen wir dann auch jemanden. Ich habe aber Superstärke. Ansonsten dafür einfach Chewbacca nehmen. Ich mache mal Superstärke, dann brauche ich nicht immer hin und her wechseln. Da. Helfen wir mal kurz, Großer. Ja, aber auf jeden Fall recht easy hier mit den Sammelgegenständen-Finder. So, zut ab. Warum springst du runter? Wir wollen nach oben. Wir wollen hoch hinaus. Ja, wir kommen immer näher. Bon. Ja, okay, Dingens hat keinen Bock. Lord Helmchen, obwohl er eigentlich weiß, wo es lang geht. Ja gut, da ist noch ein Minikit, das nehme ich jetzt mit. Hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun, aber dennoch einfach mal. So. Hopp, hopp, hopp. Oh nein. Zack, zack. Okay, jetzt nochmal kurz orientieren. Ja, das müsste ja aber über uns sein, also von daher. So, Helmchen jumpt da unten erstmal ein bisschen. Ja, soll er.
So. Ach, Lord Helmchen. Manchmal machst du es hier wirklich schwer. So, mal kurz gucken hier. Hier ist auf jeden Fall noch sowas. Also bei manchen Sachen muss man hier wirklich ein bisschen gucken, weil manchmal ist genau hinter solchen Sachen dann meistens immer irgendwas versteckt, genauso wie in diesem Fall. Und ich wette, da geht's dann schon hin. Brauchen wir einen kleinen Bottchen, nehmen wir mal BB-8 oder so. Der müsste da eigentlich durchpassen, genau. Und da sind wir oben bei diesem roten Stein. Hast du den gekriegt? Hast du den gekriegt? Können wir gleich wieder das Level verlassen. Zurück zum Millennium-Falken. Dann bin ich mal gespannt, was das da ist. Wunderbärchen. So, da sind wir aus dem Weg da. Bot. Und dann lasst uns mal gucken. Und ich habe freigeschaltet das Erwachen des Funk. Okay, kostet eine Mille. Ich habe so viel. Machen wir das mal. Yeah. Yeah. Ich hab geschickt. Okay, Leute. Ja, das war auf jeden Fall der rote Stein. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.